Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen Ace bei Dead by Daylight. Aber ich glaube, das ist mittlerweile klar, dass wir hier Dead by Daylight spielen. Und wir versuchen mit Ace... Oh. Zweigeteilte Map. Billy hat mich gesehen. Wir versuchen die Adept Challenge. What? Wie? Hä? Hä? Wie das? Er hat die Palette zersägt? Hä? Das verstehe ich nicht. Er hat hinter mir die Palette zersägt. Und dann habe ich noch einen Schlag abbekommen? Hä? Gibt's ein Add-on oder so bei Billy? Das habe ich ja noch nie erlebt. Wie geht das? Er kann auch nicht Spirit Fury schon fertig gehabt haben, dass er... Oder... Kann der sich so schnell nach dem Segen erholen, dass er direkt noch schlagen kann? Ich bin verwirrt. Falls ihr eine Erklärung dafür habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich komme da gerade nicht so wirklich drauf. Ich wollte aber eigentlich sagen, wir haben die zweigeteilte Map. Und ich wollte sagen, dass Ace natürlich auch nur drei einzigartige Talente hat. Und die muss ich euch ja noch erklären. Wir hätten da einmal offenes Blatt. Das erhöht die Aura-Wahrnehmungsreichweite meines ganzen Teams. Wir haben erhöhe den Einsatz. Für jeden noch lebenden Mate gibt es einen Glücksbonus. Und Ass im Ärmel. Wenn ich ein Item aus einer Kiste hole, ist da ein Zusatz dran. Und zwar mindestens ein seltener Zusatz. Und sollte ich dann entkommen, behalte ich das Item und die Zusätze. Also ich hänge gedanklich immer noch gerade bei der ersten Szene. Ich verstehe es nicht. Ich gucke mir hinterher auf jeden Fall sein Setup an. Er kam ja direkt zu mir. Spirit Fury kann nicht aufgeladen gewesen sein. Beständig heißt, glaube ich, das andere, dass man sich von dem Stun schneller erholt. Aber er war ja nicht gestunt. Er hat die Palette zersägt. Ich verstehe es nicht. Haben mich die Splitter verletzt? Von der Palette geflogen kam. Kann es mir nicht erklären. Nein, Dwight! Oh, Dwight! Ich bin doch tot. Okay. Also ich bin nicht tot, aber... Yeah.
Ich hoffe, da drüben geht der Jen gleich an, wo Steve sitzt. Die Dwights gehören übrigens zusammen. In der Lobby gab es noch einen Toxic Switch. Da wurden beide plötzlich Dwight und die haben beide die gleiche Brille auf. Beide komische Outfits. Also ich glaube, die Dwights gehören wirklich zusammen. Okay. Eigentlich sollte ich mich zurückhalten. Am Tor. Also Leute, ich bin raus. Es tut mir echt leid, aber ich bin tot. Am Haken. Ich verstehe den ersten Schlag immer noch nicht. Oh. Das war sehr schnell. Ja! Hey! Geschafft! Oh, Kacke. Was war das für eine Runde? Jetzt müssen wir aber warten. Weil ich möchte gern wissen... Ich möchte gern wissen, was der Killer für Talente und Add-ons dabei hat. Hat er aber Schwein gehabt, der Dwight. Und nochmal. Ach, der ist übrigens nöd. Ich gehe von aus, wir haben sich jetzt gesagt, okay, geh einfach. Der andere Ausgang war aber auch drüben, oder? Oder weiß er, wo die Luke ist? Ja. Okay. Verlängert leicht die Geschwindigkeit, mit der die Säge abkühlt. Oh, es gibt einen Zusatz. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe fast 1000 Spielstunden. Aber das habe ich noch nie erlebt. Deswegen war ich auch so richtig... Hä? Jetzt. Okay, aber es ist ein Zusatz. Überlebende, die innerhalb von 5 Sekunden nach der Zerstörung einer Palette oder Wand von der Kettensäge getroffen werden, bekommen einen einzelnen Gesundheitsstatus abgezogen. Oh. Ja, das wusste ich nicht. Gut. Ich bin rausgekommen. Es ist mir jetzt egal. Es war echt eine mega, mega schlechte Runde. Ich habe gerade mal 6000 Punkte gemacht, weil 5000 gab es für den Exit. Und ich habe eine tolle Frisur. Ist egal. Ace ist erledigt. Das ist jetzt das, was zählt. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine neue Ace-Runde. Aber für jetzt sind wir erstmal durch mit Ace. Und das ist schön, weil ich kann wieder ein Häkchen setzen auf meiner Liste. Und ich sag tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüssi!